erzählen, ist ja schon sozusagen eine biblische Vorschrift. Homer ist eigentlich eine Garbe, eine Getreidegarbe. Es wurde sozusagen beginnend mit dem ersten Weizenschnitt oder dem ersten Getreideschnitt am Pesach bis zum zweiten Getreidefest, also Shavuot, wurde 50 Tage lang gezählt. Und 50 Tage lang wurden Opfer gebracht, jeden Tag eben eine Garbe. Das hat mit der Zerstörung des Tempels seine Funktion verloren, also wurde substituiert. Man hat dann gesagt, naja, nach 50 Tagen waren die Bnei Israel am Berg Sinai, da wurden die 10 Gebote und die Tora gegeben. Und das sind sozusagen diese 50 Tage. Und in diesen 50 Tagen, in der Zeit, in der noch die Opfer dargebracht wurden, sollte tatsächlich nicht geheiratet und keine Feste gefeiert werden. Das kann man sich auch sehr leicht vorstellen, weil damals hat jede Hochzeit eine Woche lang gedauert. Und wenn man eine Woche lang die Getreideernte nicht eingebracht hätte, wäre das zu einer Katastrophe geworden. All das musste nun auch substituiert werden. Und so gab es dann das Sterben unter den Schülern von Rabbi Akiva und dieses und jenes, jede Katastrophe, die herangezogen wurde, um sozusagen zu rechtfertigen, dass man für die ganzen 50 Tage oder wenigstens bis Lag BaOmer, bis zum 33. Omer, die Dinge sozusagen anders macht und eben keine Hochzeiten feiert und Zeit der Trauer hat, wo auch das Lachadudio selbst nicht so fröhlich gesungen wird. Dann, wenn der Schabbat da ist, kann man sich über den Schabbat freuen, aber noch das Einfädeln des Schabbat wurde sozusagen in der Oma-Zeit Adagio gemacht. Und das ist, sagen wir mal, das, was Oma ist. Das kennt die Kirche auch. Das sind die 50 Tage zwischen Ostern und Pfingsten, sozusagen dem 50-Tage-Fest, währenddessen Shavuot eben das 7-Wochen-Fest ist. Aber beides ist sozusagen der gleiche zeitliche Abstand, der da übernommen wurde. Und sozusagen durch die Zman Matan Toratenu, dadurch, dass das die Zeit ist, in der unsere Tora gegeben wurde, ist sozusagen damit eine göttliche Gabe verbunden. Und ähnlich macht das ja die Kirche dann auch mit dem Heiligen Geist, der dann ausgeschüttet wurde. Baruch atah Adonai, Elohim melech haolam, asher kiddushanu mitzvotav vetzivanu, al sefirat ha-omer. Hayom shishas hayom shehem shnei shavuot, ushnei yamim la-omer. Nissan, der Monat, der jetzt gerade zu Ende geht, ist der Monat, der in der Tora als erster Monat bezeichnet wird. Und im 7. Monat feiern wir Rosh Hashanah, also sozusagen wird die Jahreszählung ein Stück weiter gestellt. Aber es ist eigentlich ein neues Jahr, das beginnt nicht. Das neue Jahr der Wallfahrtsfeste, das neue Jahr der Ernte. Und das ist natürlich eigentlich eine fröhliche Zeit. Und dass da sozusagen mal ein bisschen gebremst wird. Man sozusagen noch auf die Bremse tritt und sagt, noch ist die Ernte nicht eingefahren, noch müssen wir sozusagen uns sehr darauf konzentrieren. Das finde ich eigentlich das interessant. Also der Frühling sozusagen die Aufbruchzeit und gleichzeitig doch diese 50 Tage nochmal als eine Zeit, wo man sich dessen doch nochmal sehr bewusst sein soll, wie die Zeit dahin geht. Carpe diem.